Ja, nochmal amtlich professionell aufgezeichnet. Sicherlich kurz kommen. Ja, wenn du das hinkriegst. Ach so. Das Ding ist doch bestimmt auch drehbar. Keine Ahnung. Mach mal. Es läuft, glaube ich. Ja, genau. So gerade. Ja, ne? Ja, so ist besser. In die andere Richtung hättest du es damit ausgleichen können, aber. Gleich ist auch vollkommen schade. Landesparteitagen, Bundesparteitagen, die erkennt, dass da bis zum bitteren Ende durchgearbeitet wird. Ja. 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 Wollen Sie loslegen? Als Gastgeber? Ja, ich würde vorschlagen, dass ich das Wort mal unserem Moderator gebe, weil unser Moderator, den haben wir gebeten, uns heute, weil wir hier so in großer Runde sind, ein bisschen zu helfen, die Gedanken noch ein wenig stärker zu strukturieren. Und die Zeit, die wir uns heute genommen haben, für diese Runde, für die wir jetzt mal 2 Stunden vorgesehen haben, auch wirklich gut zu nutzen. Dafür haben wir Herrn Becker gewinnen können, den Sie auch kennen, der auch ein Thema so drin ist, dass wir ihm zutrauen, und ich hoffe Sie ihm auch, dass er uns hier heute über die verschiedenen Themen, die Sie angemeldet haben, mit uns ganz gut durch die Veranstaltung durchkommt, durch unsere Gespräche. Ich würde noch ganz gern dazu hinzufügen, dass wir natürlich noch so ein paar Themenblöcke haben, die recht offen so in Fragestellung eingehen. Ich denke, die können wir auch zu den jeweiligen Oberbegriffen irgendwie unterordnen. Aber die sind uns ganz wichtig, weil die natürlich bei uns permanent immer noch neuer Input kommen. Wie Sie ja wahrscheinlich auch gesehen haben, bei uns in den Pads wurde laufen Neues informiert. Und deswegen sind noch einige Fragen dabei, auch Dinge, wo wir ganz gerne einfach eine Stellungnahme mal für der GEMA hätten. Und die würden wir dann einfach mit einflechten. Ich hoffe, das ist okay, dass wir dann auch mal sagen, wo wir noch gerne was zusätzlich setzen, die wir noch hier erwähnen haben. Und um es ganz kurz zu machen, ich bin eigentlich als freier Journalist tätig, bin bei der ARD. Da verdiene ich den Großteil meines Einkommens. Und ich begleite diese Urheberrechtsdebatten seit einiger Zeit, bin auf dem Weberbahn-Festival in Hamburg unter anderem bei solchen Panel-Diskussionen immer wieder dabei und habe mich zum einen sehr über die Anfrage gefreut, hier mit dabei und am Tisch sitzen zu dürfen. Zum anderen bin ich schlichtweg verzweifelt angesichts des geballten Fachverstands und des geballten Diskussionsbedürfnisses, das hier am Tisch sitzt. Ich maß mir nicht an, in allen Fällen mehr zu wissen als ihr. Das wisst ihr selbst viel besser als das ein Journalist, der im Zweifelsfall darüber berichtet und nachgucken kann, das weiß.
Ich sitze hier, um vielleicht ein Stückchen dazu beizutragen, dass dieses Gespräch so verläuft, dass ihr am Ende allesamt rausgehen könnt aus dieser Gesprächssituation und vielleicht das Gefühl habt, wir haben unsere Punkte klar dargelegt und wir konnten auch verstehen, was uns andere sagen wollten, was denen am Herzen lag. Das wäre so meine Aufgabe, wie ich sie hier sehe, nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, wenn ich Sachen überhaupt nicht verstehe und ihr mich in dieser Diskussion verliert, würde ich mir anmaßen, mal kurz nachzufragen, wie es gemeint ist. Einfach um zu versuchen, irgendwie auch im Film zu bleiben. Andererseits würde ich mir auch genauso anmaßen wollen, mit Blick auf die Uhr, es sind nur 2 Stunden und es sind eine viel, viel Zahl an Themen, die eigentlich auf dem Tisch liegen, würde ich mir auch anmaßen, euch auf die Uhrzeit hinzuweisen und darauf hinzuweisen, wenn ich das Gefühl habe, das wird jetzt langsam knapp, wir müssen irgendwie weitermachen, sonst verheddern wir uns hier in kleinen Details, aus denen wir nicht mehr herausfinden. Genau. Und von meiner Seite nochmal ein Dankeschön ans Kommen und Dankeschön für die Einladung. Wir nehmen das Ganze als Audio-Podcast mit und wir videotapen die ganze Geschichte auch aus 2 Perspektiven. Das ist sehr schön, das ist ein bisschen wie bei Schuss, Meier, wo man da rein spricht und dann umgeht und da rein. Ja, das heißt aber auch, dass wir, wenn wir gleich dieses Gespräch führen, versuchen sollten, in einer ganz kurzen Einführungsrunde, dass jeder kurz 2 Sätze zu sich selbst sagt, sich einmal kurz selbst vorstellt. Das wäre ganz gut, dann haben wir das einmal dran, wissen, wer da spricht. Und wenn ihr einander ansprecht, seid so gut und deshalb die Sache mit den unmittelbaren Namensschildern, sprecht euch mit Namen an. Sonst wird das in einem Audio nachher total unnachhörbar. Wir wissen gar nicht mehr, wer da miteinander spricht. Zumal es viel mehr Männerstimmen als Frauenstimmen an diesem Tisch gibt. Das wäre es jetzt schon von meiner Seite. Anfang, mit der Vorstellung können wir bei mir anfangen, das habe ich jetzt nicht schon erledigt. Und dann würde ich einfach. Wollt ihr jetzt Uhrzeigersinn? Ja, genau. Genau, Kilian Steiner. Ich bin der Direktor Sendung Online der GEMA und bin damit verantwortlich eben für die Digitalisierung von Online- und Geschäftsmodellen und eben Rundfunk, Hörfunk, Fernsehen. Monika Staud, ich habe mich viel mit Urheberrecht beschäftigt und ich leite die Abteilung für die Live-Aufführung von Unterhaltungsmusik bei der GEMA. Mein Name ist Christian Hufgart, ich bin Pressesprecher im Landesverband Hessen der Piratenpartei und habe auf dem letzten, nein, auf dem vorletzten Bundesparteitag den Antrag zum Urheberrecht eingereicht, der hauptsächlich unter seiner Führung erarbeitet worden ist. Ja, Daniel Lörner, mein Name, 27, Pirat aus NRW und ja, ich habe halt hauptverantwortlich den aktuellen Urheberrechtsbeschluss der Piratenpartei geschrieben. Ja, ich bin Herr Laura, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, auch kulturpolitischer Sprecher und von daher auch so ein bisschen in diese Urheberrechtsdebatte jetzt reingerutscht. Ich bin Pressesprecher der Piratenpartei und betreibe ansonsten einen Club und Fotografie. Also habe ich das auf 2 Seiten, kenne ich das Spiel. Mein Name ist Bruno Kamm, ich bin Beauftragter für das Urheberrecht der Piratenpartei Deutschland, selber beruflich als Musiker, Mitglied der GEMA und Labelbetreiber, kenne ich beide Seiten sehr gut, seit 25 Jahren tätig. Mein Name ist Florian Lockisch, ich bin Piratenparteimitglied in Berlin und habe sehr viel mit Verwertung zu tun und tue noch im Moment Assistenztätigkeiten. Ebenso Berlin, Dr. Ebenfler, ich bin Musikproduzent und Leibbetreiber und bin von daher als Geschäftsführer auch schon sehr, sehr lange. Johannes Brunner, der politische Geschäftsführer der Piraten. Ich bin mit dazugekommen heute zu unserem ersten Urheberrechtstisch, weil mir einfach diese Gespräche sehr wichtig sind, wollte die Bedeutung unterstreichen, die es für uns ist. Ich werde mich ansonsten inhaltlich raushalten, eher zuhören und dann wieder auch später berichten zu können. Und freue mich sehr, dass nach der Phase von Krieg um Mittelerde und rausgerissenen Herzen und Cyberaktionen jetzt runde Tische, Dialog und vielleicht gegenseitiges Verstehen die neue Phase einleitet. Und man vielleicht merkt, dass auch die unterschiedlichen Interessen gar nicht so unterschiedlich sind, sondern vielleicht nur die Vorstellung der Wege. Und freue mich sehr auf einen sehr offenen, konstruktiven Austausch und danke jedem Einzelnen hier am Tisch, dass ihr diesen Austausch möglich macht. Maren Rufus, ich bin für die politische Kommunikation der GEMA in Berlin und in Brüssel zuständig. Und zwar seit 2007, also jetzt auch schon seit einem Jahr. Und verfolge deswegen diese ganze Urheberrechtsdebatte, die um die GEMA herum jetzt schon seit einigen Jahren mit allen Schwankungen. Ich freue mich sehr, dass wir heute diese Runde hier ausrichten dürfen. Ich freue mich sehr, dass dieser Dialog, dieser erste Dialog mit uns hier beginnt.
Und schönes Willkommen. Ich denke, wir werden einen guten Ton hören. Ja, mein Name ist Lorenz Schmid, ich bin der Direktor der DIMA Hamburg. Die DIMA Hamburg ist zuständig für den Bereich Norddeutschland im Bereich der Aufklärungs- und Wiedergaberechte und ich vertrete hier für meine Kollegen den sogenannten Außendienst der DIMA, der in 7 Bezirksdirektionen verteilt über Deutschland Aufklärungs- und Wiedergaberechte lizenziert. So, und jetzt habe ich mir was total Schlaues überlegt, nämlich in diese Diskussion mit dem Thema einzusteigen, das im Moment am meisten in der Öffentlichkeit zu diskutiert werden scheint, zumindest hier in Berlin eine große Bugwelle vor sich her schiebt. Deshalb gucke ich mich auch gleich an, wenn es geht um den Aspekt Tariflinearisierung. Wenn das mit euch in Ordnung ist. Ursprünglich hatten wir uns gerade in diesem Bereich fürs Ende vorgesehen. Da wolltet ihr mit dem Kracher rausgehen. Ja. Ja, ist doch auch schöner. Also wir hatten uns eigentlich überlegt, mit was anzufangen, was wir auch in unserer Agenda ganz weit oben stehen hatten. Das ist eine Geschichte, wo sich ja auch bei der GEMA jetzt endlich was getan hat, nach 20 Jahren, nämlich das Pro-Verfahren. Das ist, so wie wir gehört haben, jetzt mit der nächsten Mitgliederversammlung ausgesetzt werden soll und durch ein neues, linearisiertes Verfahren ersetzt werden soll. Und da sind wir jetzt sehr gespannt. Wir haben was gehört, es sollen da so 8 bis 12 Kasten geben. Und da würde uns interessieren, was Sie dazu, oder Kästen oder Körbe, was es dazu zu berichten gibt. Das hat Bruno ganz schlau gemacht. Jetzt frage ich nochmal auf der Seite des Tisches nach, ist denn das in Ordnung, dass wir mit den Pro-Verfahren einsteigen? Das ist im Übrigen der Programmpunkt, bei dem ihr am ehesten Gefahr läuft, mich zu verlieren. Ja. Also wir wollen Pro-Verfahren in seinen Details nicht erörtern, dann wollen wir wahrscheinlich nicht erörtern. Vielleicht mehr. Ich brauche Automatiker. Ja, genau. Uns geht es einfach nochmal um das Idee zu machen. Ja, dann würde ich vielleicht dazu einfach mal zum Pro-Verfahren ein paar Sätze sagen und dann könnte die Monika Schaub einfach ein paar Worte zu der Neuregelung, wie wir sie zu unseren Mitgliedern vorgeschlagen haben, erläutern. Das Pro-Verfahren ist deswegen so schwierig, weil es in der Tat ein sehr komplexes System ist. Ich glaube, zunächst mal ist wichtig zu verstehen, dass das Pro-Verfahren selber keine Verteilungsregelung der GEMA darstellt, sondern das Pro-Verfahren ist eine Krücke, die wir brauchen, um zu eruieren, welche Werke aufgeführt wurden und daraus resultierend, wem die entsprechenden Einnahmen zustehen. Ganz wichtige Grundregel, die aber häufig eben schon in der Diskussion verloren geht. Wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben seit jeher, die eingenommenen Mittel an diejenigen Mitglieder zu verteilen, deren Werke aufgeführt wurden. Wir befinden uns im Bereich der Live-Aufführung der U-Musik, Unterhaltungsmusik. Und hier brauchen wir Programme von Werkaufführungen. Das heißt, es findet ein Konzert statt. Am Ende vom Tag brauchen wir eine Liste, wo draufsteht, diese Werke wurden gespielt. Wir schauen, welche Urheber sind daran beteiligt, welche Verleger etc. Wer sind die entsprechend Berechtigten an diesem Werk? Jetzt haben wir, wahrscheinlich auch aus Ihrer täglichen Praxis, kennen Sie das, wir haben natürlich keine Programmabdeckungsquote von 100%. Das heißt, wir kriegen nur für einen Anteil von Veranstaltungen der Live-Musik Programme eingereicht. Ja. Wir arbeiten sehr hart daran, den Anteil der Veranstaltungen für diese Programme kriegen zu erhöhen. Aber wir haben nicht für 100% Programme. Jetzt haben wir Geld von Veranstaltungen, für das wir keine Programme bekommen. Und wollen aber gleichzeitig den Leuten, den Urhebern, den Berechtigten das Geld zukommen lassen aus diesen Veranstaltungen. Und jetzt kommt das Pro-Verfahren ins Spiel. Wenn wir nicht wissen, was dort gespielt wurde, weil kein Programm ist, können wir nur auf Basis dessen, was wir kennen, nämlich die eingereichten Programme, versuchen zu ermitteln, was auf den Veranstaltungen gespielt wurde, für die wir keine Programme erhalten. Das Ganze ist eine, wenn Sie wollen, ganz normale statistische Hochrechnung, so wie Sie es bei Meinungsumfragen oder Wahlprognosen auch haben, wo Sie 2000 Berechtigte oder 2000 Wähler befragen, wen Sie denn wählen und dann für die Bundesrepublik Deutschland eben ausrechnen, wer dann am Ende des Tages im Parlament sitzen wird. Und genau das machen wir auch. Das Pro-Verfahren nimmt die Basis an gemeldeten Veranstaltungen und ermittelt praktisch statistisch, was in den Veranstaltungen höchstwahrscheinlich gespielt wurde, in denen wir
in denen wir keinen Abgang mehr erhalten haben. Und das berücksichtigt eben eine ganze Reihe von Faktoren, wie zum Beispiel die regionale Verteilung. Also nehmen Sie, also als Münchner sage ich immer, das Oktoberfest. Ja, es gibt halt eine Reihe von Hits, die werden halt in Deutschland nur auf dem Oktoberfest, also nur regional und innerhalb eines bestimmten Zeitraums gespielt und in anderen Zeiten des Jahres nicht. All dieses fließt hier ein. Pro Verfahren läuft über die uns vorliegenden Meldungen und gibt uns dann, und ich sag mal, Statistiker sagen uns, es ist also mit absolut an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das, was dort auch tatsächlich stattgefunden hat, weil die statistische Basis so groß ist. Wir haben nicht nur 2000 Wähler, sondern wir haben also 100.000 Leffon-Programme jedes Jahr als Basis. Ich mache mir schnell den Gedanken fertig. Und da, das ist dann die Basis für die Ausschüttung der Erlöse. Und darum ist mir wichtig zu verstehen, dass das Pro-Verfahren nur ein mittelbares, eine Krücke ist, zu ermitteln, welche Berechtigte das Geld haben. Also, darf ich noch einmal kurz zusammenfassen, auch zum journalistischen Verständnis? Ja. Das System ist eigentlich klar. Ja, das ist sehr, schön, wenn es dann in seiner Realisation aussieht. Ich frage nochmal nach, um zu verstehen, ob ich es richtig verstanden habe. Also, im Wesentlichen, wie oft werden bestimmte Werke innerhalb von einer Region in Deutschland in einem Jahr gespielt? Das sind die Faktoren, die in die Ermittlung dieses Pro-Faktors einfließen. Genau. Von den Gemälden. Jetzt würde ich gerne mal dazu andeuten, weil ich es auch aus meiner Praxis kenne. Ich vertrete viele, viele GEMA-Künstler und auch bin selber als GEMA-Künstler lange Mitglied und fülle meine Werkfolgen auch jedes Mal aus auf Konzerten. Ich habe übrigens die GEMA auch schon öfter gebeten, dass sie mir selber Werkfolgen zuschickt, weil es in vielen Clubs dann doch manchmal keine Werkfolgen gibt. Seltsamerweise kamen die da nie. Ich habe das bereits dreimal angefordert. GEMA ist allein im Versenden von Werkfolgen nicht sehr, würde ich sagen, sehr großzügig. Aber unabhängig davon habe ich festgestellt, dass egal wie genau man seine Werkfolgen ausfüllt, seine Aufführungslisten, dass von dem Geld, was eingezahlt wird, prozentuell, gerade wenn es um Nischenkünstler geht, die natürlich regional nicht so vertreten sind, weit weniger ankommt. Jetzt argumentieren Sie, dass es eine große Summe von Veranstaltungen gibt, wo eben keine Wahlfolge eingereicht wird und dass man da ein statistisches Mittel versucht zu benutzen, um anhand von regionaler Häufigkeit irgendwas zu erzeugen, was einmal dem gerecht wird, was die Mitglieder, die darüber bestimmen, wie solche Schlüssel entstehen, glücklich sind und auch ein Stückchen weit das abbilden sollen, was sie glauben, die Realität momentan in Musikaufführungen ist. Und da muss ich sagen, da ist eine riesen Divergenz drin, weil letztendlich, wenn man mal untersucht, was wirklich ausgeschüttet wird und das, was eingezahlt wurde, das funktioniert hinten und vorne nicht. Deswegen sind wir auch sehr begeistert davon, dass Sie jetzt endlich ein neues Verfahren etablieren wollen. Es ist auch so, ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren gab es einen Haufen Erklärungsversuche von der GEMA, warum dieses Pro-Verfahren eingeführt wurde. Da waren sogar Erklärungsversuche dabei, die die Urheber bzw. die aufführenden Musiker ein Stückchen weit sogar direkt beschuldigt haben, Werkfolgen falsch auszufüllen und in erster Linie ihr eigenes Repertoire reinzuschreiben und nicht das Repertoire, was wirklich aufgeführt wird. Dazu muss man sagen, die heutige Realität ist, dass der größte Teil von aktiven Künstlern in der Szene eigenes Repertoire aufführt. Das wird mir Ben auch bestätigen können im Konzertbereich. Und darüber hinaus ist es natürlich auch eine sehr, sehr traurige Formulierung von seinen Mitgliedern von vornherein anzunehmen, dass da betrogen wird und deswegen man natürlich ein statistisches Mittel braucht. Diese Erklärung hat damals auch einer ihres Vorstands, Herr Evers, genau in der Form auch so formuliert. Also ich kann da nur sagen, ganz kurz, was mir so etwas aufgefallen ist, bei dem Thema ist, dass ja ist ja in beiden Bereichen immer durchaus möglich, direkt in Kasso vorzunehmen und ist ja auch das Ziel letztendlich. Das heißt, bei Fernsehen ist es weitestgehend möglich. In der Bereich Musik, Konzerte ist ja im Konzertbereich ist nicht nur groß, sondern auch klein, sage ich jetzt mal. Das ist meiner Meinung nach, das sind vielleicht 30%, ja, die also auf einer Vermutung oder auf einer Schätzung beruhen. Das System verzerrt es meiner Meinung nach nur insofern das große System, weil es auf die Gesamtheit angewendet wird am Ende des Tages. Aber nicht nur auf diese 30%. Es ist also nicht so, dass 70% direkt einer Direktabrechnung gleichkommen würden, also 30% dann in einem zu schätzenden Verfahren ermittelt werden, sondern dass das eigentlich über das gesamte Verfahren sich erstreckt. Und das ist natürlich letztendlich nicht zielführend, weil Ziel sollte eigentlich sein, eine Direktabrechnung zu ermöglichen. Da die jetzt ja möglich ist, bin ich ganz gespannt auf das
Darf ich nur ganz kurz sozusagen das bestehende Abrechnungsmodell noch fertig machen? Weil hier sind eigentlich zwei Sachen, die in einen Topf geschmissen werden. Und das ist, wenn Sie wollen, ein Teil des Problems. Ich habe auch eine Weile gebraucht, um es zu verstehen. Depotverfahren dient uns zur Ermittlung, welche Werke kriegen was aus dem Topf. Und das Wort Topf ist hier genau das Entscheidende. Was wir momentan machen, ist eigentlich, wir haben bei der GEMA, wenn Sie so wollen, bei Veranstaltungen, die ein E-Kasso unter 750 Euro haben, den reinen Sozialismus, wenn Sie so wollen. Denn wir schütten die Gesamteinnahmen eines Jahres im Bereich der Live-Aufführung und Unterhaltungsmusik in einen großen Topf. Ja, und jede Werkaufführung bekommt denselben Wert sozusagen für seine Aufführung. Das ist also die Grundannahme. Ja. Das heißt, als jemand, der 699 Euro ein Konzert, Selbstaufführer, eigene Werke, ja, und wir haben 699 Euro Lizenzeinnahmen, ja, kriegt genau dasselbe pro Werk, ja, wie jemand, der eine Mini-Aufführung macht, für die wir 23 Euro in Kasso haben. Alles Geld kommt in einen Topf und wir teilen den Topf durch die Anzahl der Werkaufführungen pro Jahr und jedes Werk kriegt dieselbe Summe. Das heißt, wir haben hier ein Solidarsystem, das bedeutet, dass jemand, der ein Werk auf einer Veranstaltung mit kleinem Inkasso aufführt, sozusagen mehr kriegt, als es Inkasso sein war bei uns, während jemand, der ein großes Konzert macht mit hohem Inkasso, kriegt weniger, weil es wird eben in der Mitte gemittelt. Das ist ja ganz klar. Alles ist ein Frage, wo schon gemittelt wird. Also ich will es nur nicht mal von Zahlen festmachen. Also, ich würde es gerne nur kurz anhand der Zahl festmachen, weil die Diskrepanz ist ja einfach in der Wahrnehmung. Wenn eine Tournee von 20 Gigs bei einer durchschnittlichen Alternative-Band in der Größenordnung Clubs so wie 600 Leute gesamt eingezahlt wird bei der GEMA, wenn man das mal verrechnet, um die 7.000 Euro und dann bei dem Künstler anteilmäßig nicht einmal Prozentteile landen, obwohl wirklich Werkfolgen ausgeführt wurden, dann spricht das einfach nicht für das System. Also da sage ich immer ganz offen, schicken Sie es uns, wir prüfen es nach und jetzt vielleicht, jetzt sind wir uns einig, dieses Pro-Verfahren war so ein bisschen nicht der Weisheit letzter Schluss. Jetzt wird es aber geändert in dieses Irgendwas-Verfahren, das würde mich jetzt sehr freuen, darüber zu sprechen, weil da wird ja jetzt was geändert. Mhm. Darauf sind wir auch sehr gespannt, weil das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass das geändert wird. Genau, und gleichwohl ist das, was Herr Steiner gerade gesagt hat, eben, dass diese Quersubventionierung im Pro-Verfahren eben so stark gegriffen hat, also dass jede Aufführung gleich, im Grunde gleich behandelt wurde, unabhängig davon, wie viel Erlös sie erzielt hat, das ist genau der Ansatzpunkt von dem neuen System. Darf ich dazu eine kurze Frage stellen? Also, weil es gibt ja eine Bewertung eigentlich in der Aufführung grundsätzlich nur über die verschiedenen Tantiemen, also dass zum Beispiel im Fernsehen für ein aufgeführtes Stück eines Zeitraums X grundsätzlich mehr bezahlt wird in diesem Medium, ne, als das auf einem Live-Konzert der Fall ist. Also das ist eine Klassifizierung, aber ansonsten sehe ich gar keinen Grund, warum ein urheberrechtliches Stück mehr wert sein sollte als das andere, es sei denn, der Kunde ist bereit, das zu zahlen. Genau, das Letztere, was Sie sagen, ist genau das, worum es geht. Es geht nicht um den künstlerischen Wert eines Werkes, sondern es geht darum, welchen Ertrag erzielt eine Werkaufführung. Wer bestimmt das? Der Kunde. Die Höhe der Lizenz, die für die Veranstaltung eingespielt ist. Kann aber eigentlich in einem normalen Geschäftsmodell der Kunde tun. Denn nur der Kunde ist derjenige, wenn er ein Bild kauft, egal was er kauft, der letztendlich den Preis bestimmt, die Höhe bestimmt. Genau. Und das sind bei der GEMA die festgelegten und veröffentlichten Tarife, die bestimmen, wie hoch der Lizenz ist. Ich verstehe sehr gut, was du meinst, aus moderierender Sicht und kann aus Fernsehsicht zum Beispiel dazu zu bedenken geben, dass genau das immer eine Frage ist, die sich auch stellt auf dem Umgang mit Werken und Musik, die wir verwenden im Fernsehalltag. Und da ist immer die Frage, was seid ihr als Sender bereit sozusagen dafür zu zahlen? Ein Sender mag dann noch einiges bereit sein zu zahlen. Spätestens wenn es eine freie Produktion ist, lautet die erste Antwort erstmal tendenziell so wenig, wie es denn nur geht. Ne? Zu diesem neuen Verfahren, das bei uns in Arbeitszeit Inka trägt. Inka heißt es, inkassobezogene Abrechnung. Der Name ist Programm, wir haben ja gerade schon angesetzt an der Stelle. Es geht also sehr viel stärker nun darum, vor allem darum, einen Bezug herzustellen zwischen Ausschüttung und dem Ertrag, den ein Werk oder eine gesamte Veranstaltung einspielt bei der GEMA. Daran orientiert gibt es zwei unterschiedliche Grundarten der Abrechnung in Inka.
die eine Abrechnung ist eine eher kollektive Abrechnung, die andere Abrechnung ist eine sehr individuelle. Das heißt, die individuelle ist das, was auch heute schon gibt, diese Netto-Einzelverrechnung nennen wir das, also Direktverrechnung, sprich die auf der Veranstaltung genutzten Programme werden abgerechnet auf den für die Veranstaltung erzielten Ertrag. Das ist die, was wir nennen, Direktverrechnung. Die ist heute schon möglich oder die findet heute schon automatisch statt ab einer Grenze von 750 Euro Lizenzertrag pro Veranstaltung. Das wird abgesenkt auf 500 Euro. Also ab 500 Euro Lizenzertrag findet eine Direktverrechnung statt. Zusätzlich wird in diesem Bereich der Veranstaltung... Nur ganz kurz, das sind also die kleinen Clubs in Größenordnung 300, 400. Da muss vielleicht Herr Schmidt nochmal helfen, was die Lizenz von 500 Euro, von welcher Größenordnung wir sprechen. Ich dachte jetzt nur so, das hätten Sie gleich erwartet. Aber dann beenden ist dann schon eher ein paar tausend Euro Lizenzvergütung bzw. Umsatz aus Eintrittskarten sein, damit dann eine entsprechende Lizenzvergütung von 500 Euro rauskommt. Also du kannst es ja anders rechnen. Also ich kann rechnen zum Beispiel, was ich im Jahr bezahle, teile es durch meine Veranstaltungszahlen, dann weiß ich nicht, was ich. Zusätzlich wird zu diesem Direktverrechnungsbereich noch ein prozentualer Zuschlag ausgeschüttet für die Veranstaltungen, das hat Herr Steiner ja auch schon gesagt, für die wir keine Programmangaben haben. Wir haben ja immer ein Delta, wir haben mehr Veranstaltungen, als wir Programme, also der Veranstalter sagt, welche Werke, das sind Ihre Werklisten, wie Sie sie genannt haben, wenn wir die nicht haben, haben wir Geld, das wir nicht auf eine Nutzung direkt verteilen können. Deswegen müssen wir einen Zuschlag machen und der ist im INKE jetzt geplant als Zuschlag zu dieser Direktverrechnung. Und dass diese Umverteilung, diese Quersubventionierung, die ein bisschen die Wurzel des Übels vielleicht ist im Moment, dass die nivelliert wird oder verringert wird, auf jeden Fall, findet eine Segmentierung statt innerhalb dieser Abrechnungsbereiche. Das heißt, es gibt also pro Veranstaltungslizenzhöhe auch noch verschiedene Segmente, dass man sagt, ich bin mit meiner Veranstaltung im Segment zwischen 500 und 750 Euro. In diesem Segment haben wir einen gewissen Prozentsatz an Veranstaltungen, für die wir keine Nutzungsangaben haben, zum Beispiel 20%. Dann bekomme ich auf meine Direktverrechnung noch einen Zuschlag von 20%. Das, ab dem Lizenzertragbereich von 500 Euro gibt es vier solche Segmente. Und unterhalb dieser 500-Euro-Grenze findet eine kollektive Abrechnung statt, die heißt, ich werde also in 8 Segmenten, es gibt 8 Segmente und die Veranstaltung wird also jeweils in den für sie passenden Segmentbereich eingeordnet. Also Veranstaltung zwischen 50 und 100 Euro, also kommt das Programm in diesen Topf, alles Geld kommt in diesen Topf und alle diese Nutzungen teilen sich gemeinsam das Geld, das in diesem Topf angefallen ist. Also finde ich ja sehr spannend, dass Sie nach wie vor sehr komplizierte Systeme haben, wo die eigentlich geht es ja darum, tatsächlich eine Direktabrechnung möglichst mit den Teilnehmern, bei denen Sie vertreten, zu erreichen. Und es gibt so wahnsinnig viele Geschäftsbereiche, in denen das ganz einfach möglich ist. Es ist erstaunlich, dass es bei denen so wahnsinnig kompliziert ist. Ja. Vielleicht direkt die Antwort und dann eine Nachfrage dazu. Erst noch die Antwort vielleicht dazu. Das Differenzierte daran ist erforderlich aus unserer Sicht, um genau diese Quersubventionierungen zu verhindern. Das heißt, es kann also nicht sein, dass Sie eine Nutzung oder wir wollen es vermeiden, dass diese Quersubventionierung stattfindet, eben dass Werknutzungen, die nur wenig Geld einspielen, eben nicht leistungsgerecht an hohen Aufführungen, an hohen Lizenzerträgen partizipieren. Das ist der Hintergrund. Aber das können Sie ja nicht bei der Direktabrechnung. Also immer dann, wenn ein Künstler einen Check hat, der gespielt wird, und egal, also wenn der Dritte 20 Mal im Jahr gespielt, dann ist die Abrechnung auch 20 Mal im Jahr. Werden die, was weiß ich, im Fernsehen, im Hörfunk und ich weiß nicht, ob präsent ist, Sie haben entsprechend Leute. Das Problem, dass Sie ja irgendwie überlegen müssen, wem Sie das Geld geben, für das Sie keine Veranstaltungsmeldung bekommen. Also keine Aufführungsmeldung, weil da kommt ja die Netto-Einzelverrechnung, also diese direkte Verrechnung an Ihre Grenzen für das Geld. Aber weißt du nicht, so weit ist es wert. Ganz kurz, ich glaube ja. Aber absurd, ehrlich. Ja. So. Kann ich? Ja. Daran schließt eigentlich meine Frage an, weil da bin ich drauf gekommen, als ich mit Ben im Kino saß und wir irgendwie den Abspann gesehen haben und da die ganze Zeit geile Musik aufgeführt worden ist. Und wir die ganze Zeit gefragt, was ist das für ein Lied? So, also was mache ich?
nehme dieses Gerät, ja, das hat so eine Rechenleistung, da musste man früher Hallen kaufen, um dann den Rechner da reinzustellen, und mache diese App auf. Wie heißt die? Shazam. Und dann halte ich die an den Lautsprecher dran und dann sagt mir Shazam, das ist Peaches und hier kannst du es bei iTunes kaufen. Jetzt ist es so, dass die ja sagen, vollkommen zu Recht, wir vertreten die Künstlerinnen und Künstler und wollen quasi gut halbstmöglich Minuten genauer abrechnen, wer wurde wie oft wann wo steht. So, jetzt haben diese Geräte eine mobile Internetverbindung, das heißt, es funktioniert überall, wo sie mobiles Internet haben. Sie haben eine Geolokation. Nachfrage, wenn wir von diesen Geräten reden, dann redest du? Rede ich von iPhones oder von Androids oder von handelsüblichen Smartphone. Mhm. So, und Sie sagen, wir wollen es genau abrechnen. Und ich kann natürlich verstehen, dass dieses Pro-Verfahren, wie Sie es beschrieben haben, in einer Zeit, wo man sich die Sachen alle zupatzen muss und so, und dass das wunderbar funktioniert hat. Oder nicht wunderbar funktioniert hat, aber wo Sie gesagt haben, nach bestem Wissen und Gewissen sagen wir jetzt so. Was ich nicht verstehe ist, ich weiß auch nicht, ob Sie vielleicht da so eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben, aber was ich nicht verstehe ist, wo es technisch möglich ist, sowas zu tun. Warum stellen Sie nicht ein, es muss ja jetzt kein iPhone oder ein Android sein, aber ich glaube, dass ich für wenig Geld so eine Box basteln lassen würde. Blackboxes in wenigen Clubs. Ja, warum sorgen Sie nicht dafür, dass jeder GEMA-Künstler quasi so eine mobile Version davon bekommt? Sie kriegen eine Geolocation, also Sie wissen, das ist an dem und dem Ort. Sie kriegen einen Timestamp, also Sie kriegen einen Zeitdings. Ja? Also da kann auch nicht beschissen werden, weil Sie können halt einfach sehen, das wurde dann und dann, da und da angemacht. Dann kriegen Sie auch Maps oder irgendeinem anderen Programm sehen Sie sofort, das ist also hier in dem und dem Club gewesen und die Uhrzeit. Nein, ich will das jetzt gerade noch zu Ende führen, weil Sie sind quasi die rechte Eintreiber. Ja? Sie machen das ja für die Künstler. So, und Sie haben ja ein hohes Interesse daran, dass jeder Künstler da an diesen Mitteln, also genauestmöglich so. Warum bei diesen ganzen Abrechnungsverfahren, die ich auch nicht verstehe, jetzt so vom Erklären, und ich will mal behaupten, ich bin jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen, warum ist es nicht möglich, warum gibt es von Ihrer Seite so etwas nicht? Weil damit hätten Sie all diese Probleme, die Sie gerade beschrieben haben, behoben. Ja? Ich meine, Sie verlangen ja von den Clubs und anderen Aufführungsorten, dass die GEMA-Gebühr bezahlt wird. Da sind Sie ja dran, da sind Sie ja dahinter. Das heißt, Sie wissen ja, Sie kennen die Adressen. Sie sagen so, ihr baut euch jetzt bitte mal alle so ein Gerät ein. Sie geben den GEMA-Künstlern, die auf Festivals und sonst was sind, da kann man dann eine mobile Lösung machen, sowohl für so Android-Geräte als auch für iPhones, als auch für, Sie können selber was basteln, oder Sie sagen, hier Festivalbetreiber, du hast die mobile Version von diesem Gerät. Sie stecken das in den Line-Out rein und kriegen für jede Werkform, für jedes irgendwas, kriegen Sie das brutalst genau abgerechnet. Und Sie haben die Technik ja schon da. Also das heißt, es gibt ja anscheinend so Anbieter wie jetzt hier Shazam, und ich glaube, es gibt auch noch dieses Soundhound oder wie das irgendwie heißt. Ich glaube, die Idee ist gut gestellt, und ich glaube, es ist an dem Punkt, wo wir auch darauf eine Antwort kriegen können. Also Christopher Lauer, die Shazam-Box von der GEMA. Eine Frage noch, die basiert eben auf der Vorgehensweise, warum man sich das denkt. Also das ist so wie mit den Playlisten. Da hätte der Künstler keine Ausschüttung, dadurch, dass er keine Playliste abgibt, wäre er wahrscheinlich sehr viel interessierter daran, eine Playlist abzugeben, auch als DJ bei mir. Wenn aber Sie ein grundsätzliches Schätzverfahren anbieten, dann unterstützen Sie ja quasi die Faulheit. Also ich weiß, dass da ganz viele Probleme, die da bestehen, haben auch damit zu tun, dass bin der Ansicht, dass die ihre Mitglieder ihre Verpflichtung nicht wahrnehmen. Können wir die Frage vielleicht zweiteilen, dass wir erstmal zu der Shazam-Box-Frage im ersten Punkt und dann im zweiten Punkt auf die Frage Playlist. Bitte. Also natürlich schauen wir uns diese Technologien an und finden die auch
super interessant und also auch gerade mit Soundmaus und anderen Media Control etc. haben wir Testversuche, halbjährige jetzt also schon gemacht. Also es ist nicht, dass diese Sachen an uns vorbeigehen. Es ist so, dass gerade im Live-Aufführungsbereich diese Systeme sich als nicht geeignet erwiesen haben bislang, weil diese Systeme in der Regel mit Fingerprints funktionieren. Das heißt, es gibt praktisch einen hinterlegten Song, den der wiedererkennt. Lady Gaga, ja, hat er hinterlegt als ein digitales File. Es erklingt Lady Gaga und er kann es sozusagen abgleichen, sagt, ist Lady Gaga. Das Problem ist, dass diese Systeme nicht in der Lage sind, Melodien zu erkennen, die abstrakt gesungen, live gesungen, eben versetzt, verschoben, lauter, leiser, schneller, langsamer. Es funktioniert nicht mit hinreichender Sicherheit, jedenfalls nicht besser als das bestehende System. Und das, also nochmal, wir haben allergrößtes Interesse daran, diese Techniken weiter zu verfolgen. Und Sie wissen, also im Diskothekenbereich haben wir das auch, aber das, da sind wir eben genau in dem Bereich, wo normalerweise von Tonträgern Musik gespielt wird, ja, und die dann erkannt wird. Das ist also eben 1:1. Und wir selber sind auch dabei, in verschiedenen anderen Nutzungsbereichen und dann also Rundfunk hier weiter Versuche zu machen, aber bislang, gerade im Live-Bereich, funktioniert es nicht. Ja, da muss ich aber direkt drauf erwidern. Also es stehen bei Google Kisten, bis jetzt noch nicht quasi, gibt es noch nicht, sag ich mal, zum Runterladen, aber die können mittlerweile mit Computern simultan übersetzen. Ja, also ich spreche Mandarin, wie man anders spricht, weiß ich nicht. Es gibt Englisch mittlerweile Musikerkennungssoftware, die also, genau das kann. Und wenn ich jetzt GEMA-Künstler wäre, ja, was ich ja nicht bin, aber wenn ich einer wäre, dann würde ich tatsächlich dieses, es ist technisch noch nicht möglich, tatsächlich nicht so richtig gelten lassen. Die Frage ist, nachdem ich ja jetzt das eigentlich so beschrieben habe, dass ich, glaube ich, vermute, dass wir alle verstanden haben, was so ein Gerät können soll. Gibt es denn in absehbarer Zeit die Absicht der GEMA, ihr Abrechnungssystem über solche jetzt von mir beschriebenen technischen Geräte laufen zu lassen oder nicht? Also haben Sie da, okay, sagen Sie, wir wollen bis 2015 das alles über sowas abrechnen oder nicht? Das fände ich mehr interessant. Ja, lass uns versuchen, ein bisschen Zug reinzukriegen. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde in der Diskussion, eine Menge Punkte zu schaffen. Darauf hätte ich jetzt gern kurz die Antwort und dann machen wir vielleicht weiter mit dem, was Ben eben gerade noch anführte. Genau, also da darf ich dazu nur sagen, weil also natürlich, also gerade diese technische Komponente war ja in unserem Verfahren mit YouTube, und da kommen wir ja auch, glaube ich, heute auch noch drauf zu sprechen, ein großes Thema. YouTube hat offen gesagt, dass sie selber keine Programme zur Melodienerkennung haben, mit der Folge, dass sie, ich kann es ja nur wiedergeben, mit der Folge, dass sie deswegen den ganzen User-Generated Content nicht auf Musik hin kontrollieren können. Also und sie sagen selber, also die sind sicher technisch führend, und also so. Und sag ich, was die Nutzung derartiger Verfahren angeht, ja, wir machen das, sobald das in hinreichender Sicherheit funktioniert. Und wir schauen uns das routinemäßig an. Also wirklich jedes Jahr haben wir einen Anbieter mindestens da, mit dem wir eine längere auch Versuchs- und Testphase machen und dann evaluieren, was rauskommt. Wir merken, es bewegt sich. Und es wäre am Ende des Tages natürlich unser Ideal. Darf ich dazu noch mal eine Verständnisnachfrage stellen? Das von Christopher vorgestellte Shazam-Box-Verfahren, wenn wir es so nennen wollen, beinhaltet ja das Sammeln einer ganzen Menge von Daten, also Location, Titel, Künstler, Werknummer und so weiter und so fort. Wäre das mit euch aus eurer Sicht vertretbar, unter Datenschutzgesichtspunkten das alles zu sammeln? Oder ist das Musikkosten? Also es ist ja eine Information, es ist ja im Grunde genommen ist es ja eine Rationalisierung, es ist ja eine Sie geben ja die Informationen, die Sie normalerweise dann als Künstler abgegeben hätten, einfach automatisiert weiter und nicht mehr dadurch, dass ich da irgend so ein Ding auswählen muss, aus Datenschutzgründen spricht da ja überhaupt nichts dagegen. Diese Sachen sollen ja aufgestellt werden an Orten, die halt dazu da sind, sowas aufzuführen. Da geht es ja auch nicht um Überwachung. Und es geht da ja auch nicht darum, irgendwie noch Gespräche, die nebenbei stattfinden, irgendwie abzuhören oder sowas, sondern sie stöpseln es einfach in den Line-Out rein und dann gefährlich ist der Lack. War für mich eine reine Verständnisfrage. Ja. Der zweite Punkt von Ben, der ich mir noch kurz... Ich bringe das zum Abschluss mit Ansatz. Der Punkt ist einfach, der mir auffällt, wenn Sie so vorgehen, wie Sie vorgehen, dann warten Sie so lange auf eine technische Lösung, bis
eigentlich quasi gegen null ausgeschlossen ist, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, dass was nicht erkannt wird. Das wird natürlich nicht möglich sein. Einfacher wäre also, wenn man schon bei einem sehr hohen Prozentsatz der Direktabrechnung eigentlich landen kann, sich eine Lösung für diesen Verbleib zu suchen. Ja. Den kann man natürlich auch anders gruppen, als im System gar nicht einzuführen, weil dann dieser Prozentsatz nicht reicht. Ja. Das ist eine sehr merkwürdige Herangehensweise. Also, zwei Worte. Ich finde, wir sollten es machen, sobald es besser ist als das, was wir haben. Ja. Also, weil wir wollen ja nicht eine Verschlechterung haben. Ja. Also da werden wir dran. Ich hätte eine Frage zum Inka-System, bevor wir das Thema verlassen, die mit Ja und Nein beantworten ist. Wenn sich das System jetzt umstellt auf dieses Inka, ist dann sichergestellt, ich habe es jetzt verstanden, es gibt die Direktabrechnung und es gibt das, wo keine Playlists eingereicht sind. Ist dann sichergestellt, dass ein Künstler, der seine Listen immer sauber ausfüllt, mindestens das Geld bekommt, das ihm bei einer Direktausschüttung zustehen würde, selbst wenn die GEMA all das Geld behalten würde oder jemand anderem geben würde, das per standardstatistischen Verfahren verteilt wird. Also ist dann sichergestellt, dass ein Künstler, der wirklich sauber seine Listen macht, wirklich mindestens das kriegen würde wie in einer Direktausschüttung? Oder ist das weiterhin mit so einem, wie Sie sagten, sozialistischen Prinzip, auch wieder gibt es Fälle, wo der Künstler weniger, vielleicht auch weitaus weniger bekommt, wie es im heutigen Verfahren ist? Es gibt heute, wie dann, die Möglichkeit der sogenannten Netto-Einzelverrechnung auf Antrag, die weder mit Pro noch mit Inka irgendwas zu tun hatte, sondern Sie haben die Möglichkeit, wenn die Fälle, die Sie ja offensichtlich beschäftigen, Ihre eigenen Werke aufführen, haben Sie immer die Möglichkeit zu beantragen, dass die Lizenzsumme abzüglich unserer Funktion natürlich dann auch direkt bei den Berechtigten ankommt. Okay, von der Höhe des Inkassos. Ja. Also nicht nur über 750 Euro, sondern bei jeder immer, Veranstaltung. Das gibt es heute, das gibt es und das wird es in Zukunft auch geben. Der eine Teil der Antwort, der andere Teil der Antwort ist, in Inka wird es so sein, dass Sie sich innerhalb eines kleinen Segments, einer kleinen Spannbreite bewegen können, hin und her, aber nicht mehr so breit, wie das heute möglich ist. Gut, ich würde gerne den nächsten Punkt setzen. Da haben wir noch als letzten Satz den Vorschlag vom Christopher, der ja eigentlich auch wichtig ist und für uns als Piraten auch immer Ausdruck ist, wie weit können wir auch technische Mittel neu nutzen. Da will ich mal zur Anmerkung sagen, ich glaube, dass auch auf mancher Musikfolge die Schrift so schwer zu entziffern ist, dass das genau dasselbe Problem ist wie der Musikerkennung und es gibt mittlerweile Systeme, die das wirklich können. Und dass da eine Fehlerrate dabei ist, ist normal, aber die haben sie auch momentan schon bei der normalen Anmeldung. Insofern könnte man schon relativ zeitnah über so ein System nachdenken und es würde vor allem auch die Musiker glücklich machen. Und die würden dann sagen, Mensch, da hat sich wirklich was bewegt. Zur Überleitung zum Christian würde ich gerne sagen, es geht auch darum, dass in Abgaben an Clubs ganz viele Werke dabei sind, die gar nicht von der GEMA vertreten werden, nämlich weil es keine GEMA-Mitglieder sind, die unter Creative Commons veröffentlichen. Und da ist natürlich auch ein großer Fragenkatalog offen, den, glaube ich, der Christian ganz gut mal anschneiden kann. Das hat der Bruno ganz interessant gemacht, ne? Wie er hier also von der einen Geschichte in die nächste Geschichte überleitet. Das hätte ich doch eigentlich machen. Ich hatte nicht Creative Commons als nächstes auf dem Schirm, sondern ich dachte, wir sprechen über die GEMA-Struktur als solches und was das Mitwirken der Mitglieder angeht. Jetzt müssen wir nochmal einmal Rücksprache halten, ob denn insgesamt Creative Commons als nächster Punkt von allen möglich ist. Würde ich machen, würde ich mit einem Satz abfeiern. Das ist schön, dann feiern wir das vielleicht später. Creative Commons als nächster Punkt mit allen Beteiligten so in Ordnung? Ja? Okay. Es gibt erst noch eine Frage, die seit 30 Minuten bei mir offen ist. Ich fände das sehr schön, wenn die Fragen haben, einfach kurz die Hand legen, damit das nicht so... Ja, man kann auch einfach so Dinge machen, das ist eigentlich einfach zu. Wie sieht denn die Abdeckung bei den Playlisten aus? Weil wir reden darüber, es gibt eine große Anzahl unbekannter Liedfolgen. Wie groß ist denn da die Quote an zum Beispiel Live-Auftritten, die nicht ordentlich über Titelfolgen gemeldet werden? Wir haben 45% aller Programme. Okay. In diesem Segment? Über alles. Über, nee, also im Fernsehen wird das nicht der Fall sein. Ich spreche nur von Live-Aufführung. Genau. Das ist wie viel Segment von der Umsetzung überhaupt? Ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß es ungefähr. Interessant. Gut, ja. Und dann sagen Sie es. Also was? Ist es ungefähr so bei 30%, schätze ich mal, maximal. Und wenn Sie sagen 45%, ich nachvollziehen können, ist das immer noch ein sehr kleiner Teil über den Gesamtanlagen. Ich glaube, wir sprechen von ganz unterschiedlichen Dingen. Also wir haben... Dann lassen wir das machen nachher unter uns. Ja. Lassen wir.
Also gerade noch eine Anmerkung zur Technik, die ist mittlerweile also so gut, dass Apple das Problem hat, wenn ich einen Bootleg von einer Platte legal erworben haben möchte, die meine Musikcloud aufnehmen, ist die Technik dann so fehlertolerant, dass sie es schafft, also die aus meiner Bootleg-Aufnahme eine legale Kopie zu machen. Also die Fehlertoleranz ist dann wirklich schon relativ gut. Ich verstehe, dass diese Anmerkungen von beiden Seiten sinnvoll sind und dass sowas kommen muss. Andererseits kann so ein runder Tisch letztlich jetzt nicht in die Algorithmen von Musikerkennungssoftware einsteigen. Das ist, also ich glaube, da geht es ein bisschen zu weit. Da müssen wir dann einfach, wenn wir uns an so einem Tisch zusammensetzen, auch damit dann vorlieb nehmen, was gesagt wird und es einfach dann dabei auch belassen. Wir können auch an den nächsten runden Tisch über solche Dinge dann wieder. Ja, und deshalb ist es ja gut, und deshalb bin ich auch sehr froh, dabei sitzen zu können und mitzukriegen, wie die Debatten verlaufen und was die einzelnen Punkte sind. Lass uns weitermachen mit der Creative Commons, mit dem Punkt Creative Commons. Okay, also die Hauptfrage, die ich dabei habe, die habe ich vor Jahren schon mal dem Herrn Dr. Oeller gestellt. Vielleicht hat sich ja mittlerweile was getan. Wie sieht es bei der GEMA mittlerweile aus mit dem Angebot, dass Mitglieder entweder einzelne Stücke unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlichen können, Stücke komplett aus der Verwertung rausnehmen können? Und wenn sowas immer noch nicht angedacht sein sollte, was sind die Argumente dafür? Creative Commons, was sind die Gründe dafür? Oder allgemein einfach einzelne Titel nicht von der GEMA-Verwertung ausnehmen zu können. Ja. Ist sozusagen eine Frage, die sich so im Bereich unseres Berechtigungsvertrags abspielt. Also es ist in der Tat so, wie Sie es beschreiben, dass heute sind diese beiden Systeme nicht miteinander vereinbar. Also die GEMA hat einen Berechtigungsvertrag, der grundsätzlich vorsieht, dass ein Urheberwerk, also spartenbezogen, Rechte bei uns einbaut. Das heißt, Sparten ist im Sinne von also Online-Sendungen, Vervielfältigung etc. Ja. Und zwar für alle seine Werke. Einzelne Werke, haben Sie recht, können aus der Verwertung nicht rausgenommen werden, aber gesamte Sparten. Das ist mir ganz wichtig, darauf hinzuweisen, weil ich damit andeuten will, dass, so wie es heute Mitglieder auch schon machen, jederzeit die Möglichkeit besteht, die Rechte für eine Online-Verwertung, und gerade hier besteht ja offensichtlich der Wunsch, die Rechte nicht von der GEMA wahrnehmen zu lassen, sondern es eben selber und oder in Verbindung mit einer CC-Lizenz zu machen. Also ich denke, meine Frage ist da falsch verstanden worden, weil dass das mit dem aktuellen Vertrag so ist, ist mir durchaus bekannt, auch dass man einzelne Sparten ausnehmen kann, aber das löst ja nicht das Problem. Warum ist es nicht möglich, dass ich sage, ich möchte, dass Stück X von der GEMA vertreten wird, Stück Y dagegen nicht? Für uns ist der Grund hierfür, also wir haben zunächst mal also eine Einräumung von Rechten an auf zukünftigen Werken für sämtliche Gattungen. Für uns wird die Wahrnehmung von Rechten an einzelnen Werken zu einem administrativen Desaster, weil du für jedes einzelne Werk, was auf dem Markt, also auch im Sinne von Kontrollwesen etc. aufgeführt wird, oder auch für den Bereich der Lizenzierung, weil wir nicht wissen, welches Repertoire wir haben. Und zweitens, und das möchte ich auch gerne, ich möchte das auch wirklich gerne verteidigen, weil das ist eine großartige Sache, diese Angelegenheit, weil sie nämlich dazu geführt hat, dass unsere Mitglieder den Druck der Verwerter, die zum Beispiel im Bereich von Auftragskompositionen oder anderen eben sagen, du musst mir alle Rechte an entsprechenden Werken einräumen, sagen können, kann ich gar nicht, die sind ja hier schon seit etwa. Lass uns den einen Punkt zu Ende bringen und dann Okay, also aber das sind die Gründe und die halte ich für außerordentlich valide für unsere Mitglieder. Und das mag jetzt nur ein Nebenaspekt sein, es gibt ja verschiedene Verwertungsgesellschaften, die hier eine Kombilösung angeboten haben. Wir prüfen das derzeit auch, also vor einem halben Jahr hat Sassen sich das nochmal angeschaut und hat hier ein entsprechendes Arrangement gemacht. Die Probleme sind aber die, wenn Sie so wollen, jeder CC-Lizenz auch immanent sind, nämlich die Abgrenzung zwischen kommerziell und nicht kommerziell Nutzungen, so dass also wir bis, also wie gesagt, wir denken drüber nach und schauen uns an, was die Schwestergesellschaften machen. Eine reine Beobachtung ist, es wird sehr wenig nachgefragt, also bei der Tono, das sind eine nordische Verwertungsgesellschaft, die haben also in der Größenordnung von, ich sage jetzt mal 10 oder lassen Sie es 20 pro Jahr sein. Das kann man jetzt auch umdrehen, dann kann es natürlich, dann macht es doch.
Nichtsdestotrotz, wir glauben, dass das den Interessen unserer Mitglieder so nicht gerecht wird heute. Und also ich würde sagen, es geht aus zwei Gründen an der Realität vorbei. Eins, zu sagen, dass der Aufwand, dass es zu komplex, zu kompliziert ist im Zeitalter von EDV, vielleicht muss da einfach noch jemand her bei euch, der sowas gebacken bekommt, sowas lässt sich machen, organisatorisch. Wir haben heutzutage Strukturen, Netz, Datenbanksysteme, die so komplex sind, da ist auch so ein Problem lösbar. Zum zweiten Punkt, dass Sie sagen, dass Sie damit letztendlich Urheber stützen wollen, dass es nicht zu Buyouts kommt und ähnlichen Geschichten für einzelne Werke. Das geht an den Lebensrealitäten und auch an dem Longtail von den meisten Künstlern heute vorbei. Und man muss es auch mal so sehen, das wissen Sie auch selber, und das ist auch eine der großen Diskrepanzen bei der GEMA, dass doch in großem Maße ordentliche Mitglieder besonders bevorzugt werden gegenüber diesen vielen kleinteiligen Repertoires, die aber als Longtail mittlerweile mindestens genauso groß sind. Und da kommt genau der Punkt, diese Leute sind sich selbst vermarktende Leute, die brauchen gerade die Möglichkeit, einen einzelnen Song aus dem GEMA-Vertrag rauszunehmen. Ich sage mal ein Beispiel. Ein klassischer Musiker, der sich selber vermarktet, selber den Vertrieb gefunden hatte, möchte natürlich dann einen einzelnen Titel auf diversen Heft-Compilations platzieren, damit er einfach bekannter wird. Das ist eine Promotion-Maßnahme. Das kann er nicht tun, und ich weiß es aus der Realität, dass ganz, ganz viele Künstler, die GEMA-Künstler sind, dann eben nicht dieses Promotool haben, weil nämlich sonst von ihnen 900 Euro in durchschnittlichen Magazinen, wie jetzt mein Leben, Zillow Musikmagazin oder ähnliche Rockart gefordert wird, weil es die GEMA-Lizenz ist. Und das geht eben dann wirklich dran vorbei. Sie stützen damit nicht Urheber, sondern sie behindern selbstständige Urheber, sich selbst zu vermarkten. Da werden im Endeffekt große Verlagshäuser, für die das nicht so schmerzhaft ist, werden damit forciert und werden besser ausgestattet als der kleine einzelne Künstler. Das sehen wir naturgemäß nicht so. Ich glaube, es ist halt auch einfach wichtig zu verstehen, dass wir als GEMA ein Verein sind, dem die Mitglieder die Erstauswertungsrechte übertragen. Aber den Vertrag kann man doch ändern. Ja, das ist doch ändern. Und jemand, der selber erst auswerten will, ja, der braucht uns nicht. Das ist genauso, wie Sie es sagen. Und deswegen, aber es ist so. Wenn ich aber nur wenn ich das nur für den einzelnen Song haben möchte, weil es halt von der Praktikabilität, der Art und Weise, wie man heutzutage vermarktet, für den Urheber sinnvoller ist, dann müsst ihr euch doch darüber Gedanken machen. Und der Punkt ist zu sagen, ja, wir haben einen Vertrag, in dem es so und so geht. Ich habe selber in der Laufzeit, seitdem ich GEMA-Mitglied bin, unglaublich oft Vertragsänderungen unterschreiben müssen. Da kamen neue Rechte dazu, etc. Das war nie ein Problem. Warum ist das ein Problem? Vielleicht noch kurz eine Antwort mit der Bitte, dass wir dann einfach weitermachen, weiterkommen. Also wenn Sie dieses Werk kündigen aus dem GEMA-Vertrag und es wird erfolgreich, sind Sie der Gegenseite ohne den Schutz der GEMA? Stehen Sie dem dann monetarisiere ich an der ganz anderen Seite, wenn ich dann wirklich erfolgreich bin. Ich sage, das ist nur die Realität nicht. Also das ist, wenn Sie dieses Werk rauslösen aus Ihrem... Also ich kenne die Realität von alleine. Ja. Bitte, lassen Sie uns versuchen, ein paar Fragen unterzubringen. Ich weiß jetzt, haben Sie ein bisschen den Überblick verloren, wer jetzt als nächstes... Und zwar einfach eine Frage, wie haben Sie denn, Sie haben ja sicher mal so Mitgliederbefragungen oder so innerhalb der GEMA dann gemacht, ob sich die Mitglieder das wünschen würden, einzelne Werke auch aus den Verträgen rauszunehmen und unter CC-Lizenz oder anderweitig zu veröffentlichen. Und da würde mich einfach interessieren, wann da so die letzte Befragung der Mitglieder stattgefunden hat und was dabei so rauskam. Weil es kann ja sein, dass wir da vollkommen am Thema vorbeireden und die das tatsächlich alle auf die Frage, wollt ihr CC-Lizenzen haben, dass die gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht. Ja. Das Lustige ist, dass es bei uns ja genauso läuft wie bei euch. Wir sind ein Verein, ja, wir haben eine jährliche Mitgliederversammlung und jedermann kann Themen auf die Tagesordnung setzen lassen. Jedermann. Und das ist ja ganz wichtig, ja, denn wir als GEMA haben ja hier gar keine eigenen Interessen, sondern wir wollen das Bestmögliche für unsere Mitglieder machen. Also nur, das ist mir nochmal ganz wichtig, dass wir hier gar keinen Gegensatz haben, glaube ich, ja, sondern wir wollen für unsere Mitglieder performen. Gab es so eine Umfrage, wenn ja, was kam dabei raus? Ich glaube, jedermann soll seine Themen hier bei uns anmelden und wenn er darüber abgestimmt haben will, über eine Änderung des Berechtigungsvertrags, kann er einen entsprechenden Antrag in die Mitgliederversammlung einbringen.
Das ist, wer ist dort stimmberechtigt? Bitte? Wer ist dort stimmberechtigt? Alle Künstler, die GEMA-Mitglieder sind? Direkt und indirekt über ihre Delegierten alle. Naja, die Delegierten sind nur eine kleine Auswahl, ansonsten tun es die ordentlich. Wir gehen jetzt genau in eine weitere Struktur. Dann machen wir doch erst die weiteren Fragen. Also erstens, es ist ja keine Mitgliederversammlung, sondern es sind nur einige wenige Mitglieder da und einige wenige Delegierte. Aber die Realität ist ja... Können wir vielleicht die Rhetorikschraube 2 und Leon zurücknehmen und einfach versuchen? Genau. Zurück zum Thema. Also, es gibt auch große Verwertungsgesellschaften, die sagen, wir können Creative Commons. Es gibt große Verwertungsgesellschaften, die sagen, wir können eigene Stücke ausnehmen. Und aus unserer Sicht ist es sehr wichtig, dass Künstler einfach die Freiheit haben, selber zu entscheiden, was mit ihrem Werk ist. Und wenn mit dem einmaligen Unterschreiben des Berechtigungsvertrages so viele Rechte für fast immer abgegeben werden, ist das einfach nach unserer Meinung nicht zeitgemäß, denn es gibt durchaus Möglichkeiten, heutzutage auch einzelne Werke auszunehmen. Die Sagem zeigt, es geht, Uma, Stimra, Stim, in den USA gibt es sogar mehrere Erwerbungsgesellschaften. Also wir würden es sehr begrüßen, wenn da die GEMA ihren Mitgliedern auch etwas mehr Freiheit erlauben würde und damit sagt, wer möchte, dass mein zukünftiger Hilfs nicht von der GEMA vertreten wird, sollte diese Möglichkeit auch haben. Weil jeder Mann hat das Recht, von der GEMA nicht vertreten zu werden. Also ich verstehe es auch da gar nicht. Ich mache mal Punkt, also, oder du hast es verstehen. Es ist halt so, dass am Ende des Tages versuchen sie ja eine Regulierung innerhalb eines Marktes zu sein, damit zum Beispiel kein Ausverkauf des Künstlers stattfindet. Kann ich das so sagen? Das bedeutet aber, dass sie sich immer noch am Markt befinden. Wenn zeitgemäß einfach auch sehr viele andere Sachen passieren, dann muss ihnen doch auch bewusst sein, dass es die Möglichkeit, also dass sie natürlich nicht an irgendwelchen Statuten bleiben können, die vielleicht eher den Zünften ähneln im Mittelalter, als tatsächlich einer modernen Vertriebsstruktur. Ich glaube, also wir sind mit diesem Thema ja nicht verschlossen gegenüber, wie gesagt. Es lässt sich einbringen, wenn unsere Mitgliedschaft das Thema aufgeht. Moment, einmal ganz kurz vielleicht die Antwort zu Ende hören und dann. Meine Antwort war bereits zu Ende, was ich gerne noch, ich kann noch ergänzen, die Zahl, die fehlt, wenn es gewünscht ist, wie hoch die Erträge sind im Reifenöffnungsbereich der GEMA. Jedenfalls ich wollte nur kurz das mit den Mitgliedern zu Ende bringen. Ich sehe das ein, ich habe wirklich wenig ihrer ordentlichen Mitglieder gesprochen und die meisten außerordentlichen sowieso nicht, sind eigentlich nicht wirklich willens, ihre Positionen da wahrzunehmen, die GEMA einräumt als Vereinsmitglieder. Das heißt, sie lesen ihre Briefe nicht, die schmeißen in den Papierkorb, das ist denen alles zu kompliziert. Aber es besteht auch offensichtlich natürlich wenig Interesse, das weniger kompliziert zu gestalten oder dem Künstler in dem Fall entgegenzukommen. Also sie pflegen ihre Mitglieder nicht und ihre Mitglieder sind zum Teil sehr verwirrt darüber und manche auch einfach abstinent und kümmern sich darum nicht. Von daher sind die Entscheidungen, die da getroffen werden, meiner Meinung nach nicht anfechtbar. Jetzt müssen wir vielleicht noch einmal ganz kurz die Diskussion. Genau, jetzt können wir vielleicht noch einmal ganz kurz die Erwiderung hören. Vielleicht brauchen wir das, um das einfach balanciert hier auf den Tisch liegen zu lassen. Ich glaube, in diesem Punkt sind die Konfliktlinien, die Fragen, die von dieser Seite kommen, die aber auch von Seiten der GEMA dann als Antworten kommen, relativ klar geworden in den letzten 10, 15 Minuten. Noch einmal kurz auf die Frage antworten, schmeißen die Mitglieder ihre Briefe alle in die Post, ist das zu kompliziert, kümmert sich die GEMA nicht um ihre Mitglieder, dass wir den Punkt auch noch einmal gehört haben und zwar von beiden Seiten und einen Haken dahinter setzen können. Natürlich widerspreche ich da. Denn also gerade in unserer Mitgliederbetreuung also stecken wir einen Haufen Energie, Geld und Menschen und alles, die sich bemühen, jederzeit für unsere Mitglieder als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Und da möchte ich wirklich eine Lanze brechen. Das ist einer unserer ganz großen Punkte, in denen wir uns entwickelt haben und weiterentwickeln. Ich kann halt nur sagen, ob jemand ein Angebot wahrnimmt, da können wir dann doch die Parallele dann wieder zu Wahlen ziehen. Ja, also ob du wählen gehst oder nicht, bleibt dir halt dann auch selber überlassen. Und auch die Freiheit, nicht zu gehen, ist, finde ich, eine Qualität. Bei unseren Mitgliedern würde ich mich freuen, wenn mehr kommen. Aber wir können es ja nur anbieten. Das wäre dann auch meine abschließende Frage in dem Thema. Also es besteht jetzt keine Absicht von der GEMA-Führung aus, auf die Mitglieder zuzugehen und aktiv zu fragen, wollt ihr einzelne Werkstücke, wie auch immer ihr das dann selber lizenziert, aus dem Berechtigungsvertrag rauslösen dürfen?
Das soll dann von der Mitgliedern, wie auch immer, die das jetzt machen können, aktiv an die GEMA-Führung herangetragen werden. Das heißt, die GEMA-Führung hat nicht die Absicht, das nach unten weiter aktiv zu konsumieren. Also es besteht keine Absicht, dass die GEMA, der GEMA-Vorstand, jetzt auf seine Mitglieder zugeht und sagt, wollt ihr einzelne Werkstücke aus der Verwertung ausnehmen? Sondern es wird darauf gewartet, dass von den Mitgliedern dieser Wunsch aktiv nach oben herangetragen wird. Ich habe Ihnen geschrieben, wir sind offen für alles, aber wir glauben und ganz fest daran, dass das bestehende System, dass die ganze Werkgattung oder die ganze Nutzungsart an die GEMA oder eingeräumt wird, ein gutes System zum Schutz der Urheber ist. Und wir sind offen, wenn es jemand anderes sieht. Darf ich nochmal nachfragen, Christian Hufgart, entspricht das Ihrer realistischen Wahrnehmung, dass man als Verein so eine Frage von der Vereinsspitze sozusagen an die Mitglieder heranträgt? Oder müsste das eher von den Mitgliedern an die Vereinsspitze herangetragen werden, wenn das Begehren da ist? Das ist einfach für mich jetzt eine reine Erkenntnis. Also beide Richtungen sind natürlich möglich. Als Pirat sage ich mal, es wäre sehr, sehr wünschenswert, wenn die Mitglieder aktiv sowas machen würden. Aber ich sehe auch einen Vorstand bei der GEMA, der ja auch wirklich sehr, sehr gut bezahlt wird, da in der Pflicht, seinen Mitgliedern solche Vorschläge auch vorzubereiten, über die sie dann wiederum alle abstimmen können. Nicht nur eine kleine Anzahl besonders privilegierter Urheber. Bitte. Ich möchte ganz gerne an einer Stelle grundsätzlich für Verständnis werben. Alles, was wir tun, an Präzision, an Ideallösung, ist auch alles in unserem Sinne erstrebenswert. Auch wir würden gerne ganz genau abrechnen, auch wir würden gerne die kleinteiligste Einzelrechtebehandlung ermöglichen. Wir sind aber Treuhänderinnen der Gelder, die wir einnehmen. Und alles, was wir machen, bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen dem Individualinteresse des einzelnen Berechtigten an einer möglichst genauen, möglichst guten, möglichst freien Handhabung und Abrechnung. Wir hingegen müssen schauen, dass wir das abwägen und sagen, was können wir dem Kollektiv zumuten an Kosten, die das Ganze verursacht. Denn natürlich kann man ganz noch viel genauer und noch viel kleinteiliger abrechnen, aber irgendjemand muss das bezahlen. Und bezahlt wird das Ganze, natürlich können wir das nur aus den Geldern, die wir einnehmen. Also müssen wir uns irgendwo hier, müssen wir ein abgewogenes Ergebnis finden. Und da möchte ich an der Stelle möchte ich gerne einfach für Verständnis werben, dass wir mit den Geldern, die wir haben, auch sorgfältig umgehen müssen. Gut, vielleicht. Genau, da ja jetzt schon die erste Stunde um ist und ich hier so ein bisschen die Fragen von der Basis habe, die wir halt eingesammelt haben, so über 150 Stück, die jetzt nicht alle kommen müssen, weil schon einige beantwortet worden sind, aber es wäre halt schön, wenn die da kurze Antworten, beziehungsweise einfach, wenn sie es nicht wissen, dann halt auch gerne so, dass wir das vielleicht im Nachhinein noch kriegen. Aber es knüpft halt auch gleich an die Struktur, und zwar würde die erste Frage laufen, warum dürfen denn weder angeschlossene noch außerordentliche Mitglieder an der ordentlichen GEMA-Mitgliederversammlung teilnehmen? Ich weiß nicht, ob das Verfahren als solches für so einen runden Tisch, ehrlich gesagt, so wirklich geeignet ist. Aber es sind die Fragen, die nicht nur interessieren, ja, von ganz weit unten, sondern die auch, deren Antwort man sozusagen auch nicht immer sofort erhält und egal mit wem man spricht, aus der GEMA auch was Unterschiedliches dabei herauskommen kann. Und uns wäre halt wichtig, dass wir endlich mal die Fragen beantwortet kriegen, damit wir uns permanent darauf beziehen können, beziehungsweise sagen können, die GEMA ist sich in der Hinsicht einig. Bitte, das noch einmal dort. Die Frage kann man falsch gestellt. Ja, also vielleicht wäre es tatsächlich ganz, ganz gut, wenn wir im weiteren Verlauf dieses runden Tischgesprächs genauso eine Frage einflächen können und du einfach die Hand hebst, wenn die Fragen sich in den weiteren Gesprächsablauf einpassen. Weil sonst sind wir in so einer Pressekonferenzsituation, die eine Situation ist, die wir... Ja, wollen wir mal so eine kleine, kurze Top 5 machen, die von der Basis... Ja, das macht ja gerade. Ja, wir ja bei der Basis. Ganz kurz durchatmen, genau, vielleicht nochmal einen Schluck Wasser nachgießen. Ich hatte mir jetzt auch den Punkt Struktur, ordentliche, nicht ordentliche Mitglieder als nächsten Punkt aufgeschrieben. Und vielleicht können wir dazu noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was im Moment die Situation ist.
was in der Situation als kritikwürdig empfunden wird, dann sind wir nämlich, glaube ich, genau schon bei diesen Fragen und versuchen das dann so im Rahmen runder Tisch zu beantworten. Was ganz wichtig ist, wie es zu dieser Situation gekommen ist, weil das ist das, was die meisten, glaube ich, gar nicht wissen. Wie es zu dieser Situation... Warum es dieses Konstrukt gibt, woher kommt das Konstrukt, auf was beruht das? Egal, ob das jetzt Zeit gewesen oder ob es noch so ist. Die ordentlichen und die angeschlossenen und so weiter. Wir haben hier noch... Wir haben schon Strukturfragen. Mein Problem ist nur persönlich damit, dass es geht nicht darum, wie ich diese Frage deute, sondern nicht so, die halt einfach mal ganz klar beantwortet zu kriegen. Ich weiß nicht, ob das verständlich wird, aber das Problem ist, wenn ich Frau Müller zum Beispiel die Frage stelle, kriege ich eine ganz andere Antwort als die Bezirksdirektor aus Berlin. Und ich dachte gerade, in dieser Runde könnte man sich wenigstens festlegen. Ich muss allerdings ganz ehrlich dabei zu bedenken geben, dass wir hier als, also so habe ich die Einladung verstanden, dass wir als Individuen am Tisch sitzen, jeder mit einem bestimmten individuellen Fachhintergrund bestimmte Sachen beantworten kann oder dass sie zu beantworten versucht. Und das Ganze so gut, als es uns nach bestem Gewissen und Wissen möglich ist. Das heißt aber auch, dass wir eben nicht in dieser Situation sind, wo wir rechtsverbindliche Auskünfte geben können oder Statements geben können. Also so habe ich meine Einladung gewertet. Ich habe mal einen Vorschlag zu Güte, und zwar können wir das nicht einfach so machen, wenn es da jetzt, also weil ich habe eigentlich auch keine Lust auf die Metadiskussion und ob wir jetzt Fragen stellen und sie dann nicht und worum es gehen soll. Wir uns einfach an dem orientieren, was du da irgendwie durchgeplant hast, und wenn es diese 150 Fragen gibt, dass wir die hier nochmal zusenden und einfach freundlich darum bitten, dass die dann beantwortet werden, weil ich glaube, da hat wahrscheinlich auch jeder ein Interesse dran, das zu tun, es sei denn, es passt dann wirklich noch irgendwie in den Gesprächsverlauf irgendwie rein, aber jetzt schaffe ich eine Diskussion über den weiteren Ablauf, finde ich schwierig. Ich glaube, das ist ja sowieso einer der Grundgedanken dieses runden Tisches, dass wir hier eine Diskussion eröffnen, die nicht um Punkt 14 Uhr hier endet, sondern die dann weitergeht, sodass wir da gerade was Fragen angeht, dass wir da weiterkommen können. Lass uns vielleicht wirklich versuchen, in die Strukturgeschichten reinzugehen. Wäre es möglich, dass wir die Fragen dann nochmal rüberreichen? Selbstverständlich, weil das ist unser täglicher Job, dass wir hier von morgens bis abends Fragen beantworten. Und wenn Sie uns ein wenig strukturiert liefern, dann sind wir sehr, sehr dankbar, Sie zu beantworten. Das ist auch gut. Ja, dann lass uns weitermachen mit der Struktur angeschlossene, außerordentliche und so weiter Mitglieder. Ich glaube, eine Zusammenfassung der momentanen Situation brauchen wir nicht, da sind wir alle auf demselben Stand. Das ist, also, nehme ich an, ist so. Wer möchte diese Runde eröffnen? Ich hätte dann die gleiche Frage. Wie sieht denn die Struktur aus bei den ordentlichen Mitgliedern zwischen U- und E-Musikern? Wie ist da das Verhältnis zwischen beiden Gruppen? Das kann ich ja einfach so. Das ist nicht antwortbar. Ist der antwortbar, aber ich habe nicht im Moment. Also das ist deswegen schon schwierig, weil es natürlich gar nicht so klar ist, wer macht eigentlich, also es gibt ja ganz genug, da kann man das ja irgendwie ablesen. Ja, aber es sind natürlich auch Schnittmengen, es gibt natürlich auch unbedingt beides, das ist ganz schwierig. Vielleicht können wir einfach mal kurz die... Vielleicht trotzdem nochmal eine bisschen weitere Frage dazu. Ich habe mir heute Morgen mal unsere Homepage angeguckt, ne, und diese Struktur. Sie schreiben natürlich gerne, die GEMA hat 60.000 Mitglieder. Das ist ja nicht richtig. Und es ist ja doch inzwischen so, dass 53.000 die außerordentlich sind, die überhaupt nichts zu sagen haben. Da gibt es auch angeschlossene Mitglieder. Ich glaube, da kommen jetzt auch die Zahlen ein bisschen durcheinander, oder? Nee, ich glaube nicht. 53.000? Außerordentlich, 6.000 oder 48.000. Ja. 3.500 ordentlich, genau. 60.500 ist ja insgesamt. Genau, dann sind wir ja dabei. Ne? Und es wurde ja bereits in der Enquete-Kommission von 2006 oder 2007 wurde ja bemängelt, dass genau in dieser Hinsicht die Demokratie, das Demokratieverständnis der GEMA wirklich leidet. Ne? Und im Prinzip ist hier meine Frage, es geht ja im Moment um eine europäische Harmonisierung, die wir alle erleiden müssen, auch bei der GVL. Das wissen Sie nicht genauso gut wie ich, dass da die Künstler von 100% auf 1% gesetzt wurden, was ihr Einkommen angeht. Und in dieser Hinsicht die Frage, gibt es da auch eine Europäisierung bei der GEMA, was die Vereinsstruktur angeht, in erster Hinsicht, und in zweiter Hinsicht, was mich speziell interessiert, dass die Aufteilung in die Musik, die ja bereits 2003 beschlossen war,
auf die vielleicht irgendwann mal fällt, gibt es da Bestrebungen, die oder aus? Soll das so, glaube ich, so Deutsche, was Deutschland einen Einflussstatus hat in der EU, so immer erhalten bleiben? Das sind mehrere Fragen, die wir jetzt ein bisschen auseinanderziehen müssen, wenn wir da, glaube ich. Das ist der Kernpunkt für mich der Struktur der GEMA. Ne? Wenn wir, ja, geht. Trotzdem, vielleicht gliedern wir das wieder in einzelne Teile. Die erste Frage, wenn ich sie recht verstanden habe, ist die Frage nach der demokratischen Legitimation. Nach der demokratischen Struktur. Es ist natürlich so, dass die wenigen ordentlichen Mitglieder das komplette Sagen haben, selbst wenn die Delegierten sich aus ordentlichen, außerordentlichen und eingeschlossenen Mitgliedern zusammentun, dann ist das Wahlverfahren immer noch so, dass die eine Minderheit darstellen. Das heißt, im Prinzip arbeiten hier grob geschätzt 60.000 Bauern für die Ernährung von 3.000. Die von 68 Delegierten vertreten werden. Und die ersten 5 Äpfel, und dann bin ich völlig verwirrt. Wir wissen, worum es geht. Vielleicht beantworten wir diese Sache Schritt für Schritt. Das ist eine alte Diskussion und ich frage mich einfach, ob es in dieser Hinsicht auch in Bezug auf die europäische Harmonisierung fortschreitet. Wer möchte? Also ich verstehe den Zusammenhang, ehrlich gesagt, das EU-Ebene würde ich jetzt hier wirklich ausklammern wollen. Wir können ja gleich über das Thema, wenn Sie wollen, möglicherweise dann auch wirklich in der zweiten Runde nochmal über das EU-Thema sprechen. Sie wissen, dass es eine Richtlinie gibt, die wahrscheinlich im Juni, Ende Juni sogar veröffentlicht wird. Und dann wissen wir auch, was da drin steht. Und dann können wir uns vielleicht sogar zu einem Zeitpunkt dann nochmal darüber unterhalten, was das dann auch für die GEMA bedeutet. Ich glaube, was Sie hier angesprochen haben, ist in erster Linie das Verhältnis der 60.000 Mitglieder zu den 3.000 ordentlichen Mitgliedern und den Rest angeschlossenen außerordentlichen Mitgliedern. Und auch der Möglichkeit, kurz fortzusetzen, die Möglichkeit vom angeschlossenen Mitglied und ordentlichen Mitglied zu werden.